Alles, was ich Ihnen sage, muss gedacht werden im Kontext einer deutschen staatlichen Universität. Die hat eine hohe Tradition und eine hohe Reputation, aber sie hat natürlich auch Probleme. Deutsche Universitäten leiden an zu wenigen Lehrenden auf zu viele Studierende. Aber sie haben es bisher im internationalen Wettbewerb recht gut geschafft, wettbewerbsfähige, ich sag mal, Absolventinnen und Absolventen, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler hervorzubringen. Und da liegt jetzt eines der kleinen Geheimnisse guter Lehre in Deutschland. Jede Universität ist der Mission einer forschungsbasierten Lehre verpflichtet. Also Lehrende an Universitäten in Deutschland, an dieser Universität, aber auch an jeder anderen Universität, haben ein eigenes Forschungsprogramm und speisen ihre aktuelle Lehre üblicherweise aus diesem Forschungsprogramm. Das ist und bleibt ein sehr, sehr großer Vorteil des deutschen Systems und der sollte auch nicht preisgegeben werden. Wir setzen tatsächlich bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs an. Wir möchten, dass es nicht länger dem Zufall überlassen bleibt, ob unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auch professionelle Lehrerinnen und Lehrer werden, sondern wir sorgen dafür, dass sie ein sehr breites, auch stark individualisiertes Angebot erhalten, mit dem sie ihre Fähigkeiten als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer entwickeln und verbessern können. Das ist unser Beitrag dazu. Aber mit der Initiative, die der Stifterverband und die Kultusministerkonferenz ergriffen haben, ist erst ein Anfang gemacht. Der zweite Schritt, der unbedingt folgen muss, ist, es müssen in Deutschland Investitionen in die Lehre geleistet werden, und zwar durchaus auch in quantitativer Hinsicht. Wir brauchen schlicht mehr Lehrende. Wir haben, das hat der Wissenschaftsrat schon 2008 in seinen Empfehlungen für gute Lehre formuliert, ein strukturelles Defizit. Das bedeutet, wir können unsere Lehrkräfte motivieren, bestmögliche Lehre zu machen und jeder geht bis an seine physischen Grenzen darin. Aber es bleibt an dieser Universität beispielsweise eine Relation von 211 Professuren bei 20.000 Studierenden. Unter diesen Umständen würde keine amerikanische Hochschule auch nur einen Tag arbeiten können. Ich würde sagen, wir versuchen mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Das heißt, wir erkennen die Realität an, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auch Menschen sind, mit Qualitäten, mit Stärken, mit Schwächen. Und wir versuchen, möglichst viele mitzunehmen auf dem Weg, bestmögliche Hochschullehre zu machen. Und wir werden damit natürlich nie alle erreichen. Aber wir erreichen schon einige. Und da wir bei den Jungen ansetzen, packen wir auch die Älteren bei ihrer Ehre. Denn die Älteren haben durchaus etwas beizutragen. Sie verfügen über Best Practice, wie man das nennt. Sie können Beispiele geben, wie man ganz praktische Probleme in der Lehre löst. Wir versuchen, sie zu aktivieren, dies zu tun. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auf diese Weise doch einen erheblichen Anteil unserer Lehrenden aktivieren können. Niemals alle und vielleicht müssen wir das auch nicht. Wer in Zukunft an der Universität lehren möchte, muss natürlich eine gute Didaktik für Präsenzlehre haben. Aber das reicht nicht. Es braucht auch einer gewissen Professionalität im Einsetzen von digitalen Medien in der Lehre. Und das geht nicht von alleine, das muss gelernt werden. Wir haben dazu inzwischen sehr gute Hilfsmittel. Diese Hilfsmittel erfordern eine gewisse Übung, eine gewisse Anleitung. Auch dafür braucht es Best Practice. Wir haben zum Beispiel an der Universität Potsdam im Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik eine Entwicklung, die super gut ist. Aus einem einzigen kleinen tragbaren Koffer heraus können Sie eine komplette interaktive Vorlesung schneiden, einschließlich Bild und Ton und die Sheets, die PowerPoints, alles das können Sie in ein einziges digitales Dokument integrieren. Das wird dann in Moodle eingestellt und die Studierenden können daran interaktiv teilnehmen. Das alles ist weder Hexerei noch
auf Teufel komm raus neue Methoden in der Lehre betrieben, sondern das ist eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Hochschuldidaktik, die sein muss. Das können wir unseren Lehrenden nicht ersparen. Und natürlich haben wir es dann mit den jüngeren Kräften ein wenig leichter, weil sie sozusagen in die digitale Welt schon stärker hineingeboren sind als die Älteren. Und da setzen wir ja auch an. Es ist tatsächlich so, dass die forschungsaktiven Persönlichkeiten, die wir haben, in aller Regel auch die guten Hochschullehrer sind. Es ist eine Frage des Hochschullehrer-Ethos und dieses Ethos ist unteilbar. Dieses Ethos hat zwei Komponenten, Forschung und Lehre. Das gehört wirklich zusammen. Und jede Hochschule hat bessere und schlechtere Lehrer, jede Hochschule hat bessere und schlechtere Forscher. Aber in aller Regel gibt es eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen guter Forschung und guter Lehre. Konkurrenz um die besten Studierenden wird an Bedeutung zunehmen. Das können wir jetzt langsam in ersten Auswirkungen erspüren. Aber dass es eine wirklich wirksame, spürbare, harte Konkurrenz um die besten Studierenden an deutschen Universitäten gäbe, da sind wir noch nicht. Das wird kommen, da bin ich überzeugt. Reputation, dazu braucht es eine, glaube ich, ganz ehrliche Feststellung. Reputation. Es gibt ein Reputationsgefälle zwischen Forschung und Lehre. Das ist der Ausgangspunkt aller Problembeschreibungen, die sich dieses Themas widmen. Und Reputation geht oft über die reputationswirksamen Parameter. Das ist Geld einwerben auf Konten, quantitativ, also zählbare, messbare Ergebnisse verbuchen können. In der Forschung sind das die legendären Drittmittel. In der Lehre gibt es bisher keine Drittmittel. Reputation in der Lehre sollte aber auch messbar werden in gewissen quantitativen Parametern. Ich glaube, man sollte dies ehrlicherweise bekennen. Auf diese Weise bekommt man dann auch ein wirksames Reputationsinstrument, ein Anreizinstrument, das die Lehre stimuliert. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich das Geld, das ich für innovative Lehrprojekte brauche, nehmen muss aus den Mitteln der Hochschule und sie damit anderen Zwecken vorenthalte oder ob ich sie einwerben kann, ob ich mit guten Ideen im Wettbewerb Geld einwerben kann, mit dem ich Innovationen in der Lehre finanziere. In dem Maße, in dem dies gelingt, wird es auch gelingen, die Reputation der Lehre an die Reputation der Forschung heranzuführen.